Ihr drittes Gruppenspiel geht also in Durchgang 2. Und mal sehen, wie sich diese zweite Hälfte so entwickelt. Ja, mit viel Übersicht. Da wird er unter Druck gesetzt. Gündoğan. Super dazwischen gegangen. McCarthy am Ball. Wird das eine Torchance? Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Die Chance auf den Konter. Gut gesehen von Brandt. Havertz kommt an den Steilpass. Die Chance lebt noch. Schön, wie sie diesen Konter spielen, und fast wird das Ganze dann ja auch mit einem Tor belohnt. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch, eine super Szene. Connor Hourihan. İlkay Gündoğan. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Ballbesitz verloren. Rüdiger. Klostermann. Kai Havertz. Am Ball Volland. Emre Can. Brandt. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Hendrik. Was macht er draus? Schön, erstmal das Tempo rausgenommen. Hereingabe jetzt. Der Ball kommt. Könnte der Ausgleich sein. Macht das ganz sicher. Also die Aktion eben, da müssen sie den Ausgleich machen. Fast schon. Stark gemacht, das könnte was werden. Die Chance. Werner kommt an den Steilpass. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Er wechselt zweifach. Ich bin gespannt, ob es auch taktische Veränderungen gibt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Setzt sich da schön durch. Ja, starker Pass. Da muss er aufpassen. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Der wird abgefangen, das ist Klostermann. Jetzt könnte er flanken. Connor Hourihan.
holt sich den Ball im eigenen 16er. Brandt. Rüdiger. Ball bei Rüdiger. Süle. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Werner. Das ist Brandt. Klostermann. Rüdiger. Das ist Brandt. Sauberes Tackling von ihm. Michael Obafemi. Ja, mit viel Übersicht. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Ballverlust durch Gündoğan. Schirmt den Ball da super ab. Gut verteidigt. Und jetzt Müller. Und damit ist der Ball weg. Connor Hourihan. Den holt sich Rüdiger. Nun Gündoğan. Das ist Brandt. Müller am Ball. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Emre Can. Deutschland mit Drang nach vorne. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Guter Pass jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Brandt. Den Ball entschärft er ganz locker. Rüdiger. Und der Ball lieber wieder zurück. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Emre Can. Das ist schon abgezockt, wie Sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Halstenberg. Defensive ist gut organisiert, da kommen Sie nur schwer durch. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Jetzt der Eckball. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Connor Hourihan. Josh Cullen. Shane Duffy. Anspiel kommt gut. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Klostermann. Wird Einwurf geben. Jetzt der Wechsel. Er ersetzt den verletzten Spieler. Da ging es einfach nicht mehr weiter. Folgerichtig also diese Auswechslung.
Emre Can. Gündoğan am Ball. Jetzt die deutsche Mannschaft. Spielt wieder zu Gündoğan. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Süle. Gündoğan. Halstenberg. Das ist Rüdiger. Und Gündoğan. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Kein besonders guter Abschluss. Brady. Josh Cullen. Super Pass. Gute Idee, dieser Ball. Genau hinschauen jetzt. Tor ist leer. Ball ist drin. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Gleich wird hier ausgewechselt. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. McCarthy am Ball. Boateng am Ball. Gündoğan. Süle. Halstenberg. Halstenberg verliert den Ball. Könnte jetzt was werden. Jetzt vielleicht. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Jetzt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Er passt ihn auf den Flügel. Ja, der ist gut durchgesetzt, gefährlich. Wartet den Moment. Und der Block. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da ist dieses Tor nochmal. Einfach mal volle genommen, abgezogen und drin der Ball. Ein spektakulärer Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gündogan. Halstenberg. Ballbesitz bei Boateng. Süle. Özil. Der Ball zu Müller. Thomas Müller. Spiel geht mit Einwurf weiter. Shane Duffy. Und Ballverlust. İlkay Gündoğan. Klasse Einsatz, faires Tackling. Einwurf Deutschland. Und jetzt Boateng. Und nun Boateng. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Emre Can. Bisschen zu weit dieser Ball. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Jetzt Coleman. Abgepfiffen, das war abseits. Ja, setzt gut den Körper ein. Brandt. Werner. Das ist Brandt. Hendrik. Josh Cullen. Sieht gut aus, könnte was werden jetzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gute Aktion von Boateng. Hereingabe abgefangen. Guter Pass jetzt. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Brandt. Schöner Pass. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Sie machen das heute natürlich hervorragend. Holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv. Eine klasse Leistung. Die Gelegenheit für die Flanke. Gute Chance. Ball ist unterwegs. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effet drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Und nun Boateng. Gündogan am Ball. Das ist Brandt.
Halstenberg. Emre Can. Klostermann. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Der Pass sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Da ist die Flanke. Und Jerome Boateng aufmerksam, gut geklärt. Da wäre Platz für den Konter. Könnte was werden, guter Pass. Super dieses Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Thomas Müller. Pfosten. Den Ball kann er gut klären. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Kommt jetzt die Flanke? Klostermann. Da ist Müller. Gündoğan. Mesut Özil. Da gibt Freistoß. Abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Boateng jetzt. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Thomas Müller. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Wenn der drin ist, ist hier alles gelaufen, aber wir sehen es ja, kein Tor. Riesenchance. Kein Tor, Wolf. Unfassbar. Boateng. Klostermann. Schöner Pass da. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Brandt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Gebt den Eckball und wenn sie hier treffen, sind sie sicher durch. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle, wenn man die hier singen hört. Ecke kommt ins Zentrum. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und nun Coleman. Josh Cullen. Klasse Aktion da. Schirmt den Ball da super ab. Coleman. Da ist die Flanke. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall.
Klostermann. Da ist Süle. Emre Can. Brandt. Ballbesitz bei Boateng. Abgefangen. Halstenberg war da. Süle. Gündoğan hat den Ball. Mesut Özil am Ball. Brandt. Jetzt McCarthy. Hendrik. Shane Duffy. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Der Pass kommt nicht an. Das war Gündoğan. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Oh, er kann klären. Sie holen sich den Ball im Mittelfeld wieder. Boateng holt sich den Ball. Brandt. Emre Can. Klostermann. Gündoğan hat den Ball. Brandt ist das jetzt. Jetzt die deutsche Mannschaft. Halstenberg. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. Das ist jetzt seine Chance. Der muss reingehen. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und da sehen wir es eiskalt, nervenstark umkurvt er den Torhüter. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Und das war's hier, die Partie ist abgepfiffen. So haben sie sich das vorgestellt, sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Wie hast du die Leistung von Gündoğan in dieser Begegnung gesehen? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.